Morgens um 9 Uhr ist es mit der Ruhe in der Werkstatt der Bobbahn Winterberg vorbei. Einer der jungen Athleten ist Pilot Bennett Buchmüller. Der 24-Jährige war vorher Diskuswerfer und lenkt heute sowohl einen Zweier- als auch einen Viererbob. 2017 wurde er im Viererbob Juniorenweltmeister. Ihm stehen 5 Anschieber zur Auswahl, von denen die meisten vorher auch Leichtathleten waren. Heute bildet er mit dem ehemaligen Footballer Hendrik ein Gespann. Bevor es mit dem Bob die 1,6 Kilometer lange Bahn mit rund 150 Stundenkilometern heruntergeht, steht einiges an Arbeit an. Denn die Teams bauen ihre Schlitten eigenhändig zusammen. Dabei kann auch die eine oder andere Schraube zu festgezogen werden. Nur während der Wettkämpfe steht ihnen ein Mechaniker zur Seite. Vor der ersten Trainingseinheit geht es zu Fuß durch den Eiskanal. Und wichtigstes Hilfsmittel dabei sind die Überziehspikes. Für diese ist jeder Sportler selbst zuständig. Die rutschige Angelegenheit ist notwendig, um die genauen Kanten zu betrachten, sich die Strecke einzuprägen und Tipps von Trainer Christopher zu bekommen. Natürlich kennt Bennett die Bahn schon im Schlaf, aber jeden Tag herrschen andere Bedingungen. Im 90-minütigen Training schaffen die Bobfahrer zwischen 3 und 4 Durchgänge. Sobald die Bahn freigegeben wird, liegt die volle Konzentration auf der rund 60 Sekunden rasanten Fahrt. Danach geht es für die Athleten Bobs per Auto wieder an den Start. Auf zur nächsten Runde. Meine Ziele sind, sich zu etablieren und in die Weltcup-Mannschaft einzurücken und dort dann auch die Überseetour mitzumachen. Da reizt mich sehr Kanada und USA.